Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hades. Im letzten Run haben wir Hades erreicht, den Boss. Und da mir noch keiner zuguckt, mache ich einfach so, als hätte ich ihn besiegt. Hey, wir haben Hades besiegt, also gehen wir hier hin. In meinen anderen Speicher, wo ich ihn besiegt hatte. Hatte ich ihn besiegt? Warte mal. Hatte ich? Nee, ich glaube, ich bin hingekommen. Und hier? Ich bin gerade so verwirrt. Bin ich letztes Mal bis Hades gekommen? Naja, bin ich wirklich. Dann machen wir noch einen Run in diesem Account, Speicher. Ich verstehe aber nicht, weil bei meinem anderen kann ich hier halt Sachen noch machen und so. Das ist ganz merkwürdig, warum ich das hier nicht habe. Aber wir machen hier noch einen Run. Ah ja, wir wollen einen Schildrun machen. Jetzt kann ich es freischalten. Ich habe das sogar schon freigeschaltet, glaube ich. Verrückt. Oh, das ist was Neues. Du fügst 10% Schaden zu, wenn du unverletzte Gegner triffst. Bonusschaden wird auch hinzugerechnet, wenn du Gegner hinterrücks triffst. Yay. Flüchten. Mal gucken, vielleicht kriegen wir einen Daedalus-Hammer. Ich glaube, das ist ein bisschen leise. Moment. Wer ist das denn? Das letzte Mal, als ich ein Frösteln spürte, das war auf der Oberfläche, aber wer? Nun, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Im Namen von Hades, Olymp, ich nehme diese Botschaft an. Demeter, Göttin der Jahreszeiten. Ich höre, junger Zagreus, dass du jene bittere Dunkelheit gegen diese bittere Kälte tauschen würdest. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum, doch ich stehe dir bei in deiner Not, warum auch nicht. Denn ich habe jede Menge Hilfe anzubieten und du wirst sicher bald Gefallen daran finden. Frösteln. Bewegt sich 4% langsamer, kann bis zu 40% erhöht werden. Einen Moment. Ja, toll, ne? Spezialität. Wurf. Ach komm, nehmen wir einfach das. So. Dann frösteln wir die Gegner einfach. Sorry, es laggt kurz. Gibt's hier keine Einstellung für Fenstervollbild? Anzeige. Ohne Rand, Vollbild. Hey, ich bin gar nicht auf Vollbild. Naja. Ich bin nicht auf Vollbild, aber ich bin irgendwie doch auf Vollbild. Hallo. Ich habe dich doch gerade weggemacht. Aua. Wie ihr vielleicht gesehen habt an den Speicherzeiten, das ist schon ein bisschen her, dass ich gespielt hatte. Aber macht ja nichts. Ich habe halt so viel anderes Zeug, was ich noch spielen will. Hat wahrscheinlich bis jetzt eh keiner vermisst, weil es noch keiner gesehen hat. Außer mal so vereinzelt jemand. Aber die haben immer so nach 8 Sekunden, 9 Sekunden ausgemacht. Oh, nee.
Ich nehme Theodorus Hammer. Ich will wissen, was das mit dem Schild macht. Aua. Ist das nur Bewegungsgeschwindigkeit oder auch Angriffsgeschwindigkeit, die verlangsamt wird? Mal gucken. Keine Ahnung. Eine Hand. Ach ja, weil wir einmal bei Hades waren, kommen, glaube ich, jetzt auch neue Gegner und so. Boah, was gibt's da? Beim Spurt ist deine Spezialität schneller und fügt 200% Schaden zu. Nee, deine Spezialität fügt Gegnern um dich herum 50 Schaden zu, wenn... Wow, das ist ja alles Kacke. Ich glaube, wir haben den schlechten Desalus Hammer bekommen. Schade. Da gibt es ja immer mehrere Ausführungen. Welche, die auf Rechtsklick gehen und auf normale Angriffe und so. Ah. Und dem ist er nochmal. Den machen wir schnell weg. So. Au. Keine hast, erleidest du 10% weniger Schaden und fügst mehr Schaden zu. Toll. Hm. Was nochmal? Hm, ich war doch schlecht so. Hey Demeter. Gehen wir halt auf volle Fröstel-Action. Schild. Hä? Okay. Das ist, glaube ich, heißt er nochmal Sisyphus. Aber hallo. Ich glaube, den habe ich schon ein Geschenk gehabt. Finsternis. Dankeschön. Nochmal Demeter. What? Das ist direkt der Run danach, dass man nur die kriegt? Aber gern Daedalus Hammer. Nochmal zu gucken. Ja, die Explosion ist vielleicht gar nicht mal kacke. Ach komm, wir schenken hier einfach den Nektar direkt. Ehrwürdige Demeter, du hast dich herzlich und großzügig gezeigt und dafür bin ich dir sehr dankbar. Bitte nimm dies als kleines Zeichen meiner Wertschätzung. Eine Gabe, die der Jahreszeit sehr angemessen ist, junger Zagreus. Weil du so ehrenhaft und gehorsam bist, bekommst du im Gegenzug von mir etwas, das die Sterblichen nicht haben. Frostbeulenhorn. Cool. Mal gucken, was das bringt später. Wurf. Wurf ist halt immer kacke. Fröstel sie vollständig. Wurf ist halt... Dein Wurf lässt ein Kristall fallen, der 5 Sekunden lang einen Strahl auf Gegner feuert. Mhm.
Das ist cool. Nehmen wir Geld oder Leben? Leben. Oh. Wir machen den Captain America Bild, Leute. Shop. Mal gucken, was der so zu bieten hat. Der gute Karen Sharon. Das geht beides. Achso, ich habe das gar nicht genommen von ihr. Na, holen wir uns doch mal Titanenblut, wenn wir den schaffen. Die. Oh, hallo. Endlich habe ich dich. Ich habe so lange gewartet. Wirklich. Oh, du musst eine von Megaras Lieblingsschwestern sein. Ich denke nicht, dass wir schon das Vergnügen hatten. Auf was genau hast du denn schon so lange gewartet? Die habe ich übrigens in dem Run, also in meinem anderen Speicher, schon öfter gesehen, bevor ich überhaupt bei Hades war. Ich habe es so satt, weißt du. Ich möchte eigentlich nur meinen normalen Aufgaben nachgehen, ohne ständig dabei unterbrochen zu werden. Mal nicht das von McIntyre. Mal nicht das von Mac hinterlassene Chaos aufräumen zu müssen. Irgendwie haben wir einen schlechten Start erwischt. Egal, ich wollte schon immer einen Gott töten. Du musst erstmal reichen. Alecto, die Erinie. Erinie. Aua. Aua. Ich weiß halt gerade nicht mehr, was die macht. Was zum... Da verfolgt mich was. Geh weg. Ach, der Rausch ist voll, das Leben. Okay. Oh, aber trotzdem geschafft. Ich mag sie nicht besonders. Dies kann eine verborgene Variante meiner Waffe freischalten, sagt er jetzt. Vielleicht können wir das jetzt dann. Oh, hier können wir auch mal gucken, das Neue. Die nächste Gabe ist von Demeter, okay. Heilung, nehmen wir mit. Verkaufen, nee. Na, wobei, den Racheschaden könnte ich verkaufen. Naja, 80 ist schon gut. 80 Schaden behalten wir. Keine Wahl. Dann können wir nur da lang gehen. Aua. Hier drin. Oh, nice. Das nehmen wir natürlich mit. Gott, wir müssen ja nicht schnell sterben. Es scheint, ein Tumor für bessere
Es scheint, als müsste ich mich nach besserer Hilfe umsehen. Ein Schlüssel oder Edelstein? Nimm mal Schlüssel mit. Und auf meinem anderen Speicher habe ich auch schon alle Waffen, bevor ich bei Zeus war. Ich weiß nicht, ob es mit den Versuchen kommt, die man macht. Kein Plan. Aber ich gehe mal davon aus. Das kann auch, weiß ich nicht, vielleicht war es vor den Patches oder so auch anders. Vielleicht sind da Patches gekommen, die den Progress mal verändert haben. Aber ich hatte das halt alles schon. Das kann ich nicht sagen. Nee, die beiden kämpfen, das wollen wir nicht. Obwohl das vielleicht ganz cool ist. Ja, gucken wir mal nach Charon. Hey Charon, ich bin jetzt ein Asphodel, oder? Siehst doch immer, es sei eine mit Blumen übersäte Wiese und nicht so eine furchterregende Höllenlandschaft. Ja, nochmal Demeter, what? Gut. Hilfe. Ah, ich brenne. Boah, der Rückstoß ist ja kacke. Ich kann ja gar nichts machen. Denn doch? Dein Wurf. Wenn alle Gegner ein Frösteln leiden, sind sie 12% langsamer und verfallen. Ah, Verfallschaden. Okay. Alle Heilungseffekte. Alle Heileffekte haben eine größere Wirkung. Stelle jetzt 61 wieder her. Achso. Ich muss das aufheben. Let's go. Oh. Heilung, irgendwas aus Charons Brunnen. Warum nicht? Hydralit. Heilung beim Betreten von Kammern. Hier nehmen wir wieder den Schlüssel mit. Schild ist gar nicht so kacke. Aber ich will nochmal einen Hammer. Hammer von Daedalus. Ah, ich hab's zu spät gesehen. Immer. Oh, for free. Das nehmen wir erst recht. Na, Booster, schau her. Ich erkenne diese schicke Feder wieder. Hat nur einen Jota meiner Schnelligkeit, doch immerhin viel mehr als die meisten können. Angriff schneller. Plus 10, wenn wir eine Kammer betreten. Naja, ist mit der Waffe jetzt nicht das Beste, aber es ist etwas. Und da kommt die Hydra. Ich
Die sieht jetzt übrigens anders aus. Das ist das, was ich gemeint habe, dass die Bosse anders sind. Lerneische Knochen wieder. Ich glaube, die heißt immer noch gleich, aber die sieht jetzt komplett anders aus. Hat jetzt so coole Hörner und so jetzt. Die Rüstung hau ich kaputt. Oh boy, geht das schneller? Essen. Vielleicht hätte ich doch das nehmen sollen, dass ich beim Dashen den stärkeren Wurf habe. Achso, meine Würfe sind da drüben alle verteilt. Geh mal her. Easy. Hydra bezwungen. Gib mir deinen Diamant. Ist recht schwer. Heilung. Nichts Neues. Verkaufen. Nein, kaufen. Mehr Schaden mit meinem Rechtsklick, den ich die ganze Zeit spamme. Nice. Auf geht's zu den schlimmsten Bossen im ganzen Spiel. Und zu den schlimmsten Gegnern im ganzen Spiel. Elysion. Puh. Komm her, du Ball. Warum nicht Daedalus Hammer? Bitte. Oh, ich hasse diese Gegner. Also, wenn sie keine Rüstung haben, sind sie okay. Heilung beim Betreten von Kammern, nochmal Rechtsklick und Bewegungsgeschwindigkeit für Jeep, glaube ich. Der Daedalus Hammer, Leute! Oh nein, dafür müssen wir an den Kackgegner vorbei. More of you, huh?
das Timing. Warum hast du ein Schild? Auf damit. Unfair. Gut. Na? Nach einem Treffer mit deiner Spezialität fügen deine nächsten zwei Angriffe mehr Schaden zu. Dein Stierlauf fügt deiner Rüstung mehr Schaden zu. Deiner Rüstung. Zweimal stößt Gegner aber nicht weg. Geil. Okay, das ist cool. Das Wegstoßen hat mich sowieso genervt. Hey Demeter, gib mal mehr Sachen. Seid dankbar, dass die Flüsse, die ihn in ein Reich führen, noch nicht zugefroren sind, Zagreus. Dein Wurf, 10 Stacks von Frösteln erzeugen eine Explosion. Nice. Wenn alle Gegner frösteln, nehmen wir die Explosion. Alle Gegner mit Frösteln ist halt auch nicht schwer, weil wir die ganze Zeit einfach AOEs spammen. Was soll denn das, du Gemeiner? Auf damit. Schmetterling, ey. So, Power Up. Spezialität. Das brauchen wir gerade beides nicht wirklich. Lieber ein bisschen Geld, bitte. So. Auch für dieses Ablenken so geil. Dann fliegst du denn immer hin, Schild? Komm doch einfach mit zurück zu mir, wenn da keiner in der Nähe ist. Hilfe. Weil das ist der Akku. Gold, funkelte Feder, Rang höher. Oh. Ja gut. Ist wahrscheinlich jetzt 1,2% oder so. Oder 1,3. 100 Geld nochmal extra. Nehmen wir mit. Bis zu. Natürlich kriegt man nie 100. Absolut unmöglich. Das ist ganz hart. Pah, das reicht. Hermes, der Götterbote. Gib mir deine Gabe. Spezialität ist schneller. Das sind 10%. Okay. Die beiden fighten wieder. Ne, dann gehen wir lieber hier hin. Dann können wir uns wieder was Schönes aussuchen. Von Fragezeichen.
Kuss des Sticks extra. Du hältst alle Ladung Todesverachtung, wir sind noch nicht gestorben. Bei den nächsten 5 kann man heilen jetzt um 30%. Ja, alles andere ist nutzlos. Shop oder Crit? Gehen wir auf Shop. Die schon wieder, hey. Verletzt ihr es, fröstet sie vollständig. Dein Wurf lässt ein Kristall fallen. Ja, mal mit. Haben jetzt zweimal was, wenn wir getroffen werden. Hier ist Racheschaden. Und da ist Racheschaden. Cool. Frösteln. Wurf. Angriff. Dann werden wir noch Angriff mit Schade. Ich kenne noch den Rechtsklick gehabt. Oh nee, ey. Oh nee. Wir müssen beide bei voller Gesundheit besiegen, weil wir den Stier davor nicht gefunden haben. Wir sind bestens ausgerüstet, um mit dir fertig zu werden, Knirps. Doch ich weiß, dass man deine Macht nicht unterschätzen darf. Das mag sein, Asterius. Was mich betrifft, ich habe nichts als Verachtung für diesen widerwärtigen Dämon und seinen hinterlistigen Kampfstil übrig. Diesen Stil werden wir jetzt mühelos auseinandernehmen. Er versucht noch. Einmal Schaden. Und zwar nicht zu knapp. Fuck. Okay. Stirb. Komm schon. Ja. Okay, wir haben ihn. Fuck. Mann, wir haben unsere Todesverachtung verloren. Ich habe schon gehofft, wir können die behalten. Naja, ein Ambrosia. Das Schild ist echt nicht so kacke. Auf jeden Fall, wenn man diese Explosion kriegt und so. Wo glaubst du denn, wohin du gehst? 1,2? Ah, oder war es 1%? 1,1,1,2 jetzt. Wow, da hätten sie echt ein bisschen stärker machen können. Oh. Wir haben jetzt gerade, Leute, 0.34 Uhr und die Aufnahme ist 34 Minuten lang bis jetzt. Cool, ne? Ich hab genau um 0 Uhr angefangen. Der Tempel des Sticks. 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 Oh, hier gibt es einen Diamanten zu kaufen. Und Hermes, der Bote de la Götter. Hey. Na? Och man, warum kannst du nicht einfach mal gönnen? Nur der riesige Tempel des Sticks mit seinen unzähligen Gefahren trennt den Prinz der Unterwelt nun noch vom Land da draußen nach dessen Ausblüten. Anblick, er sich sehnt.
Wir nehmen mehr HP. Oh, Riesenratten. Okay. Oh, Riesenratten. Dieser Doppelangriff kann geil sein, aber man muss da halt drauf geskillt sein. Das sollen 10% sein? Das ist ja viel schneller, ey. Das ist ja abartig. Mach ich mal ein Stück weg. Die hinterlassen so eine Rotzepfütze. Hab mich zu lasern. Alter, wer ist das? Ich bin vergiftet. Ich bin wieder vergiftet. Oh mein Gott, ich bin einfach. Eile des Hermes, habe ich gerade bekommen als Achievement. 20% ist das maximal. Oh, scheiße. Ich habe so viel Leben verloren jetzt. In diesem blöden Run. Holen wir uns Geld. Scheißratten, ey. Kaufen. Ist nicht viel Geld, aber immerhin etwas. Oder war Geld? Ich hab's gerade gesehen. So eine goldene Vase. Das Gift ist echt krass stark, hätte ich nicht gedacht. Das ist echt maximal. Oder diese Räume hier zählen nicht dazu. Einkaufen. Oh. Nein. Das ist ja so perfekt, aber ich habe nicht genug Geld. Manu. Nein. Au. Alter, lass dich bloß in Ruhe. Nein. Ach, ist auch nicht maximal. Kann ich nochmal zurückgehen? Mist. Ich will mir die Todesverachtung kaufen. Ich glaube, die brauche ich auf jeden Fall für Hades. Naja, ich glaube, wenn es so weitergeht, kommen wir nicht mal zu Hades. Ha.
Geld. Zu spät leider. Ich doch ein bisschen Heilung, dann wäre perfekt. Oh Gott, ich muss ganz schnell spammen, dass die nicht mal aus ihren Löchern richtig raus dürfen. Nein. Ich verstecke mich einfach hier hinten, damit ich nicht treffen kann. Dionysus. Habe ein Frösteln in der Luft gespürt. Das kann nur heißen, dass die kühle Demeter beschlossen hat, hier ein wenig unter die Arme zu greifen, nicht? Oder vielleicht ist es einfach nur kalt, schließlich das hier am Berggipfel. Dein Angriff bringt Gift mit sich, ersetzt Frostattacke. Nee. Ist dein Herz nach einem Scharmützel? Ja, nehmen wir. 30% Leben immer haben ist ganz gut. Ja, Diamant wäre schon nice, aber 1000, ey, da hätte ich nicht so viel früher ausgeben dürfen. Jetzt machen wir wieder weg. Ich will, dass die gefröstelt bleiben und langsam sind. Weil die sich immer wieder zurücksetzen, die Stacks dadurch leider. Ist nicht so cool. 80 Schaden ist zwar 80 Schaden, aber 40% slow ist 40% slow. Und der wird halt immer resettet, das ist kacke. Nee. Einfach verstecken und mein Aoi ausnutzen. Ey, der Sack. Geld. Mehr Geld. Irgendwas. Tief im entweihten Schlupfwinkel. Ja, da steht tief im. Der Satyren, denen kein Gott heilig ist, liegt der widerliche Inhalt ihrer Läster. Rituale so abscheulich, dass er sich nicht beschreiben lässt. Kerberos kann zurück nach dem Zeug. Soviel ich weiß, hat sich die ehrwürdige Demeter bereits in ihren kühlen Bann gezogen. Den Preis für Herzlichkeit würde sie im Clan sicher nicht gewinnen. Doch hab Geduld mit ihr. Sie hat eine Menge durchgemacht. Wurf, Spurt, Schockschaden. Achso, ich habe auch keine Blitzeffekte. Dann können wir hier uns noch voll trinken. Nice. Da haben wir sogar volle HP. Komm schon, gib mir irgendwas. Irgendwas ablenken. Nachdem wir verletzt werden, lenken wir ab ein bisschen. Das ist okay. Kerberos nimmt den Sack erneut an. Kerberos besiegt. Es geht ihm gut. Oh, Leute. Schaffen wir beim zweiten Mal. Wir haben Todesverachtung und volles Leben. Let's go. Und ein AOE-Angriff gegen seine Scheiß. Viecher da. Die See, der Himmel und die Erde. All das gehört meinen Brüdern. Wir sind blutsverwandt, aber wir sind fremd in ihrem Land. Nein, keine jammervollen Reden und jetzt gehen wir aus dem Weg. Du unverschämtes Balk, schön impulsiv, Handel liegt in deiner Familie. In der Familie. Hades, Gott der Toten.
seinem Umhang sieht er viel cooler aus. Komm noch. Was ist das? Mach das weg. Ich muss kurz meinen Rechtsklick in meinen Q in den Reihen machen. Aua, das macht so viel Schaden. Was sind auch noch die hier? Ach du Arsch, ey. Da bleibt er mir drin, dieser komische Schädel, wenn er mich trifft. Nein! Nein, nein, nein. Wo bist du? Ich war doch aus dem fucking Kreis raus, der da angezeigt wurde, ey. Dich, ey. Wirklich. Es zeigt diesen Scheißkreis an, ich bin raus und er trifft mich trotzdem, ey. Weil er einen Schritt nach vorne macht, der nicht angezeigt wird, leck mich am Arsch. Meine Fresse, wir waren so knapp. Das kotzt mich jetzt an, ey. Dass ich wegen so einer unfairen Scheiße gestorben bin. Alter, was ein unfairer Scheiß, Mann. Wie geht es dir, mein Hündchen? Frisst doch richtig alle drei Mäuler voll und zufrieden? Die fürchterlichen Mäuler des infernalischen Wachens Keros bejahen dies nacheinander, als wollen sie den stets zweifelnden Prinzen beschwichtigen. Alter, ist das nervig. Lange Route, gib her. Ich kotze, Leute, ich kotze. Was hast du noch zu sagen? Nix. Ich hoffe, der Spiel im Schlag macht es zufriedenstellend, liebes Kind. Besser als ich mir hätte vorstellen können, nix. Du sagtest, er könne noch etwas anderes tun, wenn ich mich einmal an ihn gewöhnt hätte. Ich glaube, ich bin jetzt bereit dafür. Das gedenke ich ebenfalls. Dann soll es geschehen, wie du es dir wünschst. Ach so, jetzt können wir das. Okay. Das, was ich vorher gemeint habe. Ups. Jetzt können wir bei allem was anderes auswählen. Zum Beispiel anstatt Schattengestalt mit
Hinterrücks mehr Schaden. Flammender Auftritt. Bei unverletzten Gegnern Schaden. Oder hier. Man bekommt pro Karma Leben zurück. Oder Heilung durch diese finstere. Das Zeug hier. Also 30% davon heilt man sich dann. Oder hier. Man bekommt einmal pro Kammer ein Leben, eine Todesverachtung. Aber halt nur mit einer 30% Heilung. Oder hier. Was ist das? Ein Spurt mehr oder... So, ein perfekter Spurt macht dann mehr Bonuszeug. Dass da jetzt mehr Schaden, wenn Wurf drinne steckt. Oder ...6% weniger Schaden von denen pro Rang. Und was? Bewegungsgeschwindigkeit. Hier anstatt mehr Würfe bekommt man, dass man sie automatisch wieder regeneriert. Das finde ich besser. Da hätte ich gar nicht machen müssen, Kacke. Und hier können wir jetzt übrigens auch rerollen, dass wir alles neu ausgeben können. Man startet mit 50 Geld oder dein Reichtum nimmt zu, wenn du eine Unterweltregion gestanden hast. Also kriegt man mehr Geld einfach. 15 mehr Leben oder mehr Schaden, wenn man 80% oder mehr Leben hat. Ach Leute, oh, müde. Ja, das war das, wovor ich geredet hatte. Jetzt können wir uns noch schnell die Waffen angucken. Weil ich glaube, die dürfen wir auch upgraden. Gucken. Ah, hier haben wir jetzt auch die Fäuste freigeschaltet. Können wir uns, glaube ich, nicht holen, oder? Mal gucken, vielleicht können wir zwei Schlüssel irgendwie kaufen. Die Fäuste sind auch ganz cool. Ne, ich kann leider nur einen Schlüssel holen. Schade. Seems like a good deal. Schade, schade. Keepsakes hold power. So. Dann nehmen wir erstmal das hier. Können wir das jetzt schon? Ne, das können wir aber noch nicht. Die anderen Versionen dieser Waffen benutzen, obwohl er schon davon geredet hat. Naja. Dann halt nicht. So, Leute. Ich schaff das. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Hades. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit bis in der nächsten Folge. Ciao, ciao.